ich habe mir gerade ein bisschen meinen Mund gebrochen. Ich habe schon ganz vergessen, was der Verstrahltes gesagt hat. Nero hat gestern ein Video hochgeladen, das ich mir gestern nicht ansehen konnte. Da hatte ich keine Zeit für. Ich bin ein bisschen in Verzug, tatsächlich. Ich bin im Reaktionsverzug. Kicken wir mal. Wir beschäftigen uns heute mit Theo Stratmann aus der Steuerung F-Doku über diese superreichen Suppenkombos, die ständig im Privatjet rumjuckeln, während ich 14 Stunden lang Zug fahren wollte, um nach Rijeka zu kommen. Fitz Batman. Selbstverständlich wollte ich das machen, anstatt nur eine einzige Stunde zu fliegen, weil Klima? Und nicht, weil ich mehr Angst vor dem Fliegen habe, als Kuchen-TV davor, dass Shoyukas Umfeld sich nicht mehr zu ihm äußert. Daran hat es ganz sicher nicht gelegen. Gott sei Dank hat sich uns eine Mitfahrgelegenheit angeboten, die uns hierher buxieren konnte. Hat deswegen nur 12 Stunden gedauert. Alpha Kevin hat bereits 3 Videos zu Theo Stratmann gemacht und ich habe viele Theo-Szenen aus seinem Video gemobst, weil die da so wunderschön komprimiert waren. Und weil es schneller geht, ich bin hier wie gesagt im Urlaub und ich will eigentlich auch Urlaub machen, anstatt den ganzen Tag im Hotelzimmer anstelle des Strands zu vegetieren. Aber ich war mal wieder zu vermaledeit faul, um vorzuproduzieren. Die Suppe, die ich mir hier aufgetischt habe, muss ich mir auch schön selber wieder in die Futterluke reinschnorcheln. Alpha Cake war übrigens auch damit einverstanden, dass ich das Video hier mache. Also ja, es hat ja mittlerweile halb YouTube Deutschland über ihn geredet. Aber irgendwie hat keiner angesprochen, was mir wie Monster Energy Dosenspritzer ins Auge gesprungen ist. Hoffe ich zumindest, sonst wäre das jetzt ein bisschen peinlich. Ja, man kann das Rad eh nicht immer neu erfinden. Wir gehen jetzt auf Theo ein und bevor wir ihn ein wenig hochnehmen und mal genauer auf seinen Reichtumsfleck schauen, machen wir uns natürlich ehrenlos über diesen Kerl, der sich wie ein Schweineeimer benimmt, lustig. Söhn ist auch Söhn, ne? Da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Das ist ja jetzt, wenn man da jetzt mit der Deutschen Bahn kommt, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Man muss mit Präsenz kommen, sagst du. Deswegen hast du auch die Ausstrahlung einer leeren Cola-Büchse, die ordnungsgerecht von Gian Mandi in die Tonne verfrachtet wurde, was? Ich sag das jetzt mal ganz unverblümt, ne? Du strahlst mir nicht wie ein Superreicher, sondern wie BWL-Justus Jonas Eugen, der immer schon 5 Minuten vor der Vorlesung im Saal anwesend ist. Dabei beziehe ich mich nicht mal auf sein Aussehen, sondern nur auf sein Charisma. Weil auf Aussehen gehen ist selbst für so einen ehrenlosen Bollerkopf wie mich so ein wenig doll ehrenlos. Dafür müsste er schon einen blauen Schal angehabt haben. Ach du Scheiße. Jetzt schreit wirklich alles nach BWL, Justus. Du solltest dir echt mal mehr Charisma antrainieren, damit kannst du neue Dialogoptionen benutzen und dich um vieles drumrum wieseln. Baldur's Gate 3 ist so gut. Change my mind. Nope. Not gonna do it. Für genauso viel Verantwortung wie Leute mit wenig Geld. Das wird ja oft auf die Reichen geschoben, ne? Also die fahren viel öfters in Urlaub, aber die reißen sich auch 5-mal mehr den Arsch auf. Das ist halt auch mal so die Frage, wer tut was, ne? Also natürlich sind Leute, die irgendwie Lehrer sind, auch nicht unwichtig. Aber wenn man mal ehrlich ist, die tun halt auch weniger, ne? Besonders Lehrer. Darf man nicht vergessen. Er denkt, Reiche hätten die gleiche Verantwortung wie normale Bürger, würden sich per se aber 5-mal mehr den Arsch offenreißen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er denkt, alle Reichen würden sich den Arsch aufreißen, weil sein Arsch... Ich habe schon ganz vergessen, was der Verstrahltes gesagt hat. Ich habe diese ganzen Reaktionen so ein bisschen geskippt, weil ich ja das Hauptvideo gesehen habe. Aber es ist schön, mal wieder zu hören, was das eigentlich für ein verstrahlter junger Mann war. Der Deucht 2 Kilometer weit offen steht. Sag mal einem Bauarbeiter mitten im Sommer, dass du 5-mal mehr Tokospalterei betreibst als er. Mal gucken, was er davon hält und mal schauen, wie schnell du wegrennen kannst. Natürlich haben sich viele Reiche kaputt gearbeitet, bis sie endlich den durchbrechenden Erfolg hatten. Ne? Vorausgesetzt, sie wurden nicht schon in Reichtum oder in ein gemachtes Nest reingeboren. Das gilt halt nicht für alle und ich bezweifle, dass ein Grünschnabel wie du schon mal bockenschwer am Wuppen war. Mal abgesehen davon, ich hege so den einen oder anderen Zweifel an seinem krassen Reichtum. Eines meiner mehreren Indizien wäre, dass man quasi nichts, aber auch gar nichts Handfestes über sein florierendes Business herausfinden kann, wobei man normalerweise easy dazu in der Lage sein sollte. So, es ist nicht schwer, über erfolgreiche Businesses ein bisschen was zu lesen. Ich habe da was gefunden, aber das sah mir weder erfolgreich noch seriös aus. So, und jetzt wartet ihr mal einen Moment. Gesundheit. Weiter geht's. Das ist halt auch nur ein Anhaltspunkt. Dazu aber später mehr. Ich bin der festen Überzeugung, da ist etwas gewaltig im Busch. Sein Gesabbel wird übrigens von ihm selbst höchstpersönlich wenig später zerlegt. Die Reichen gewinnen halt immer, ne? Das ist halt so, weil man halt einfach mehr Möglichkeiten hat. Mehr Macht, mehr Möglichkeiten, Punkt. Also es stimmt nicht, dass Reiche mehr Verantwortungsmöglichkeiten haben, aber sie gewinnen immer, weil mehr Macht, merkst du selber, oder? Bei so einem Rumgerülpse vergessen Superreiche oder auch vermeintlich Superreiche wie er ganz gerne mal, dass der Mittelstand die tragende Säule der Gesellschaft ist. 61% der gesamten Nettowertschöpfung, 55% der Arbeitsplätze, 80% der Auszubildendenstellen nur vom Mittelstand gestellt. Auf Social Media sind es auch nicht die großen YouTuber und Streamer, es sind die kleinen bis mittelgroßen Creator durch ihre schiere Masse, die den Laden hier schmeißen und am Laufen halten. Und vor allem die Zuschauer. Ich bin auch ein bisschen verschwenderisch. Wenn ich das jetzt einmal gegessen habe, dann kann der Rest auch
So, ich brauche mal gar nicht so viel. So einfach so einen kleinen Geschmacksteaser, das reicht mir. Bisschen Kaviar rein in, in die hohle Bene, ne? Dann kann es auch weg. Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar wegschmeißt, das ist ja. Das ist ja eh nur Eier. Ich finde einfach toll. Sympathisches Auftreten einfach. Also, imagine, ich stelle mir manchmal vor, dass er sich mit seinen Kumpels getroffen hat und gesagt hat, ich verarsche jetzt mal ganz Deutschland, ne? Und den ganzen Mainstream-Medien, jetzt tue ich mal so, als wäre ich übelst der Wichser, um irgendwas zu beweisen. Und dann kriegt er jetzt übelst aufs Maul von allem und jedem. Er mag einfach keinen Kaviar, wollte aber, um das Image zu wahren, so ein wenig rumflexen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bei wem das gut ankommen soll, sich teure Lebensmittel zu kaufen und sie dann mit einem arroganten Spruch direkt wegzuschmeißen. Kaviar ist auch einfach so ein Produkt, das auch nur geil sein kann, wenn du nicht weißt, woher es kommt. So mit dem Moment, dass du siehst, woher Kaviar kommt, ist das schon scheiße. So. Das ist, also ich glaube, es gibt wenige Produkte, bei denen es so einfach ist, dich zu therapieren. Kaviar. Okay, Kaviar, du hast mal Kaviar probiert, boah, was ist denn das eigentlich, wo kommt das her? Und dann siehst du so, okay, schön, gut, hätten wir das geklärt. Das ist wahrscheinlich die einfachste Therapie. Die einfachste Therapie. Außer bei Golddiggern oder Veganern, die mit ihren Paradebeispielen zum Referieren für verschwenderische Dulli-Böcke gefunden haben. Zu Recht übrigens. Naja gut, Theo hat halt die Hucke voll bekommen, weil es beim gemeinen Pöbel nicht so gut ankommt, wenn man dem gemeinen Pöbel sagt, dass er nur ein Pöbel ist. Pöbel steht in seiner Denke übrigens für ganz normaler Mensch. Was machen wir denn jetzt als bescheidener Superreicher, der es sich bei ziemlich vielen verkackt hat? Den Pöbel vollpöbeln? Funktioniert bei Fleisch- und Schlachthöfen doch auch nicht. Ja, aber das ist nicht so einfach. Also ich sage, um es einfacher sein. Das Problem ist, weil die Darstellung von Kaviar ist nun nicht, also es gibt keine nice Art und Weise zu zeigen, wie Kaviar gemacht wird oder wie, woher Kaviar kommt. Bei der Tierprodukt oder beim Fleisch oder bei der Tierverarbeitung gibt es leider immer wieder dieses stereotypische glückliche Rinder auf großen Weiden. Werden irgendwann mit einem Bolzengewehr getötet, damit du dein Steak hast. So, das kann zu gut verarbeitet werden, ne? Aber Kaviar kannst du marketingtechnisch einfach auch nicht gut verarbeiten. Also sobald du siehst, woher es kommt, ist so. So, du kannst vielleicht so einen alten Fischer zeigen, weißt du? So, Mr. Niedbrüggen. Kapitän Niedbrüggen ist auf hoher See, um sich den Stören einzufangen, um ihren Kaviar auf ihre Tischplatte zu zimmern. So. Aber sobald der Lachs ausgedrückt wird. Bis die Balken krachen. Weil. Ich bin reich! Hey meine Lieben, ich wollte einfach mal Danke sagen für das ganze positive Feedback, was ich von euch bekommen habe. Ich habe natürlich auch mit ganz, 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 ganz bisschen Kritik bekommen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, verstehe ich auch nicht. Aber so ist es halt. Und darauf will ich halt auch mal gerne eingehen. Ich will auch mal was Gutes für die Umwelt machen. Deshalb gebe ich heute mal was zurück und dachte, ich gieße mal meine Blumen, obwohl es schon geregnet hat. Theo, das sind die Blumen im Stadtpark Oldenburg. Ich will dir die Illusion jetzt nicht nehmen, aber das sind nicht deine Blumen, du Dulli. Hinteren auch nicht vergessen. Darauf noch einen Schluck. Der Zappel-Philipp hampelt mit seiner Pulle rum und schüttelt sie, als gäbe es kein Morgen mehr. Und es bildet sich null Schaum. Auch beim Kippen nicht. Ich habe gerade bei diesem Frame nochmal genau hingeguckt. Ich würde 2000 Euro darauf wetten, dass das kein Dom Perignon Champagner ist. Also, bisschen peinlich, wenn man flexen will, aber dann sowas abzieht. Jung, Champagner ist perlig. Habt ihr da auch nur eine einzige Bubble drin gesehen? So sieht es aus, wenn man Champagner schüttelt. Aber es gibt ja auch noch eine Einschenkszene. Quasi als Antwort auf die Kritik, warum er denn so verschwenderisch mit dem Champagner umgeht. Gucken wir mal. Hey, es haben sich mega viele darüber aufgeregt. Ey, Theo, du bist verschwenderisch. Du gießt deine Blumen mit Champagner. Und darauf wollte ich einfach mal eine kleine Stufe runterfahren und mir einfach mal ein schönes Gläschen auf den Freitag einschenken. Oh, sorry, das war jetzt natürlich. Ja, also ich finde es weder unangenehm, also ich finde es unangenehm, weil es halt so, also das soll ja witzig sein, ne? Oh, jetzt provozieren wir die mal richtig, ne? Also jetzt machen wir mal, boah, jetzt werde ich die aber mal richtig triggern. Und ich denke nur so, oh Gott. Oh, ich habe mir gerade ein bisschen meinen Mund gebrochen. Das ist ein bisschen, es riecht ein bisschen sauer. Weißt du? Und das ist, so ist das mit diesem Video. Ist ein bisschen säuerlich, aber es ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Das ist nur ein bisschen peinlich. Also so, okay. Schönen Freitag euch. Theo, das ist Adruina, wenn du auf eine Billig-Champagner-Seite gehst und auf Billigste zuerst stellst. Ist das der
erste, den du da findest. Es gibt zwar teureren von dieser Marke, aber der kostet nicht mal 60 Euro. Der in Anführungszeichen Billig-Champagner aus dem Edeka gegenüber kostet deutlich mehr. Und mal abgesehen davon kam mir beim Eingießen auch wieder etwas sehr, sehr spanisch vor. Um mit Champagner zu flexen, da komme ich eh nicht drauf klar. Weil jeder, der mal Champagner probiert hat, weiß, dass das übelst das Rattengesöff ist. Ne? Das ist so aufgeschäumte Pisse. So, das ist halt einfach nicht geil. Das ist unter den alkoholischen Getränken, die eh schon nicht geil sind, so das Ungeilste, was du sie an Plörre in deine hohle Birne reinschütten kannst. So, das ist so, also das ist so wirklich, weiß ich nicht. So, das, es wird nur noch schlimmer, wenn du anfängst, Sekt zu ballern, so auf Schwiegermutter beim Käffchen angelehnt. Aber das ist so, oh nee, weißt du, so, was ist denn mit dir? So, dann mach dir doch wenigstens ein Sterni auf. So, da habe ich mehr Respekt vor, wenn man das Respekt nennen kann. Deshalb habe ich mal jemanden angehauen, der in dem Bereich Expertise besitzt und nach seiner Meinung zu den beiden Videoausschnitten, die wir hier im Video gezeigt haben, gefragt. Feuer frei. Ich glaube auf jeden Fall, dass ein Blender ist. Ich habe selbst sehr lange im Einzelhandel gearbeitet und da hatten wir auch gerade im Sommer immer mal wieder Verköstigungsstände, wo dann auch etwas teurerer Champagner ausgeschenkt wurde. So, und wenn du da mit der Ameise, mit einem Hubwagen oder derlei Dinge in der Längs fuhrst, dann war der Boden am Beben dementsprechend, weil die Teile ja schwer sind. Oder wenn jemand mal gegen den Verköstigungstisch gestoßen ist und das Zeug war sofort am Schäumen. Und so wie er das einschüttet und am Rumzappeln ist so, da siehst du nichts an Schaum und gar nichts. Das muss halt echt gefaked sein. Wird aber auch gar nicht mal so unwahrscheinlich sein, denn heutzutage kannst du ja Fake-Flaschen, Fake Louis Vuitton Tüten kaufen. Oh mein Gott, stimmt. Es gibt einen Absatzmarkt für die Verpackungen von Luxusprodukten, um zu suggerieren, dass du reich bist. Ah, I remember. This is a thing. Das ist ein Ding, Chat. Das ist, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich weiß, es ist komisch, aber es ist so. Um den Schein zu wahren, so in Form des Geltungskonsums, ist ja auch gar nicht mal so unüblich. Ich glaube, da hat auch irgendein Creator mal ein Video drüber gemacht. Deswegen, also, der ist ein heftiger Blender. Sein Kanal ist übrigens oben in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar. Er macht auch Meinungskontent wie ich und ist auf jeden Fall ein stabiler Kerl. Lass uns mal seinen Abonnenten-Counter hochtreiben. Ich verfolge die Zahl, der ist gerade bei 3200 und ich bin gespannt, wie hoch wir den treiben können, ohne vorher so ein großes Brimborium drum zu machen. Eskaliert auf jeden Fall mal drüben, wir wissen. Trayman ist tatsächlich, den kenne ich auch, der hat auch immer mal so, also ein kleinerer Content-Creator, was ich bis jetzt gesehen habe, war immer relativ stabil, ja. Ja, was wir für eine starke Community sind. Wenn wir es schaffen, ihn über 10.000 Abonnenten zu pushen, verstecke ich im nächsten Video einen saftigen Amazon-Gutscheinscode. Je nachdem, wie hoch der Abo-Counter geht, vielleicht auch zwei. Was wir damals bei Carpe Diem geschafft haben, war wirklich insane. Vielleicht schaffen wir hier heute auch ein bisschen was. Aber erstmal ein Video fertig. Es gibt übrigens auch noch einen dritten Ausschnitt, in dem er mit Champagner spielt. Oh Gott, ey. Was macht der denn? Der kann ja gar nichts beruflich machen. Komm ich jetzt 1000 Nachrichten. Ey, du bist verschwenderisch, bla 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 bla. Weil ich mal so ein bisschen aus Versehen was auskippe. Und da bekomme ich Kommentare, wirklich. Da fange sogar ich an zu zittern. Und das ist scheiße, wenn man so anfängt zu zittern. Das ist doch scheiße, dann lässt man mal was fallen. Da ich davon ausgehe, dass das im Rahmen seines privaten Geländes ist, finde ich es nicht so schlimm. Aber als Hundebesitzer sind Scherben und Provozieren und das Herstellen von Scherben übel unangenehm. Da gibt es direkt einen Highkick in die Fresse, so auf dieser Ebene. Das ist sehr unangenehm. Deswegen, wenn das nicht im privaten Bereich ist und das irgendwo in der Öffentlichkeit gemacht wird, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Wir haben das Flussverhalten von Champagner besprochen. Theo, ich persönlich kaufe dir das alles nicht ab. Und wenn man dreimal mit Champagner flext und das halt in die Leere geht. Als würde sein State zu einem Highkick bewegen können. Ey, ich sag's ganz ehrlich, ich mache einen Highkick, aber ich mache ihn nur ein einziges Mal noch in meinem Leben. Und dafür würde ich einen Highkick machen. Ich mache ihn nur noch ein einziges Mal. Und dann reißt mir der Damm und dann ist alles aus. Dann hast du alles aus. Dann ist mein Leben vielleicht auch vorbei. Und ich möchte es aber trotzdem dafür verwenden. Und du mit deinem Blumen angibst, die aber eigentlich die vom Stadtpark Oldenburg sind, weiß ich nicht, Bro. Sollte das alles fake gewesen sein? Eigentlich eh besser, weil sonst wird die Blume nachher noch besoffen und pöbelt andere Leute um. Es gab aber eine einzige Szene, in der das Blubbergetränk tatsächlich echt war. Und die schauen wir uns an. Ihr Pfennigfüchse. Heute habe ich mal meine Spendierhosen an. Der eine Bulle sagt Taschen leer, der andere muss lachen. TF, Alter. 12 Fingers. Bruder, ich habe gerade eine Zeitreise gemacht, eine ganz kurze. Ich war ganz kurz, kennt ihr so diesen Moment, wo so alles um dich rum verschwimmt und dann warst du so eine Zeitreise und dann bist du irgendwie in die Vergangenheit gereist und hast das VBT besucht und dann hast du nach rechts geguckt, hast Kiko gesehen, nach links hast Gio gesehen, ne?
Und dann bist du so, auf einmal hast du hier Drillfinger, hast du Drillfinger Go, nee, wie heißt der? Goatee oder Gito oder wie sie, Gelotto, ja, wie sie alle hießen. Ne, mit diesem anderen Typen. Oh Gott, was war gerade wirklich, kurz mal eine Zeitreise gemacht. Habt ihr das gesehen? Ich bin kurz gefadet, ne, so kurz die Augen, Pupillen nach rechts außen. Oh. Und war woanders, ne? Diese ganzen Hip-Hopper aus dem Internet. Meine Güte. Weißt du, was ich euch jetzt mal zeige? Das hört ihr mit eurer Freeway-Cola nicht wirklich hier. Mal so ein richtig schönes Geräusch. Warte mal. Warte das? So duschen die Reichen hier. Pfandflaschensammler könnt ihr mitnehmen. Erinnert ihr euch, dass ich vorhin von Edeka Billig-Champagner geredet habe? Das gerade war der billigste von den billigsten bei Edeka. Schenke ich dir? Der war auf jeden Fall echt. Aber da sah man auch wunderbar, was passiert, wenn man eben mit so einer Pulle rumhampelt. Dass der gerade echt war, bestärkt irgendwie so ein bisschen meine Vermutung, dass da bei den anderen rumgefuscht wurde. Weil darum zeigt er nur beim Billigsten von den Billigen, wie er ihn öffnet. Und warum verhält sich der extrem teure Dompi halt eher wie Wasser? So beantwortet euch die Frage selber. Ganz nach dem Charakteristischen, habe ich was vorzuzeigen, zeige ich es auch. Und mal so komplett am Rande. Wie peinlich ist es bitte, als Superreicher mit einem 40-Euro-Getränk zu flexen? Ich glaube, das Getränk ist es gar nicht. Es ist eher das Szenario. Stell dir vor, da kommt ein Kumpel auf dich zu mit dem Handy. Der macht ein Video von dir und du sitzt in einem Stadtpark auf einer Bank mit einem Billig-Sekt. Und der macht dir dann, und du machst dann ein Video, um vorzugeben, dass du besonders vermögend bist. Und das, was es peinlich macht, ist die Umgebung. Du bist vormittags in einem Park auf einer Bank mit einem Billigsekt und sprühst damit rum. Weißt du? Wenn der Typ nicht eine weiße Hautfarbe hätte, sondern Migrationshintergrund, würden darunter schon Leute mit nationalistischen Gedanken schreiben, geh endlich arbeiten, du Ausländers. Ne? Da der Typ aber weiß ist und Justus heißt und vormittags im Park rumhängen kann, um Sekt zu verspritzen, fällt das in diesem Fall vielleicht mal nicht so auf. Guter Letzt wurde Theo der Backlash für sein Geflexe zu viel und er macht auf Hauruck angelehnt die Goldmedaille im Rudern. Ich meine, es war ja auch überhaupt nicht abzusehen, dass arrogantes Verhalten, wenn es nicht mit Peak-Level-Humor gespickt ist, sondern stumpf, guck mal, was ich hab, mäßig abläuft, nicht gut ankommt. Und selbst sein Geflexe war scheinbar nur Geblende. Was kann der Kerl eigentlich? Weil die polarisieren sollen. Ich bin auch der Meinung, dass man was beim Klima tun muss, alles Mögliche. Ich bin keiner, der Politik studiert hat oder da in dem Bereich ganz tief mit drin ist, aber... Es ist dieses klassische Video auf der Toilette, weißt du? Weißt du, wie dieses Video entstanden ist? Das ist beim Besuch bei Oma entstanden, wo dann der eine internetaffine Onkel auf ihn zukommt und sagt, sag mal, Theo, ich habe da so ein Video gesehen. Und dann sagt Theo, was für ein Video? Und auf einmal gibt's eine Schelle. Sag mal, glaubst du denn, ich wurde auf Arbeit angesprochen von meinen Kollegen? Die kennen dich. Was meinst du, was die über dich lachen? Du gehst jetzt auf Toilette bei der Oma und nimmst ein Video auf und entschuldigst dich. Hast du es verstanden? Die Kollegen lachen über mich, weil ich mit dir verwandt bin. Und nimmst du noch einmal eine leere Flasche Dom Perignon aus meiner Garage. Ich schwör's dir. Noch einmal eine leere Flasche Dom Perignon aus meiner Garage. Und dann ist dieses Video entstanden. Dass wir da vielleicht mal was anpacken müssen, ist ganz, ganz klar. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen am Polarisieren bewusst gewesen, um das Ganze mal ein bisschen aufzuwirbeln. Du fliegst also nur Privatjet. Übrigens, schick mir mal bitte, sagen wir 5 Privatjet-Rechnungen, die über dich laufen. Dann lösche ich dieses Video hier und schicke dir eine Entschuldigung samt Dom Perignon-Flasche zu. Was hältst du davon, hä? Dann darfst du auch deine Blumen damit gießen, aber dieses Mal bitte auch wirklich deine, ne? Ich bin kurz abgekommen. Er fliegt nur Privatjet, falls er überhaupt Privatjet fliegt, um zu polarisieren und somit auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Darf ich das jetzt als akzelerationistische Handlung deuten oder labert er mittlerweile nur noch Kudung, weil sein Denkapparat heiß gelaufen ist vom Weben seiner Blendernetze? Hättest du dir den Dom Perignon, mal lieber auf deine eigene Bumsbirne draufgekippt, anstatt auf die Blumen im Stadtpark Oldenburg, dann wird das jetzt vielleicht anders aussehen. Ich sehe schon, dass deine klimaaktivistische Methode die Zukunft sein wird. Bald klebt sich Edward mit den schweren Händen, nämlich nicht mehr auf dem Asphalt, sondern im nächsten selbstgebuchten Privatjet fest. Flying for Future oder was? Obacht, er verkündet nämlich jetzt, das Ganze ernsthaft anzugehen, ohne den ganzen Champagner und ohne Humor. Ich frage nochmal ganz gezielt nach. Wo genau war der Champagner und vor allem, wo war der Humor? Und dann kommt mal eine sehr interessante Aussage. Dazu will ich sagen, das ganze Klimathema... Ein Account wie STRG F stellt mich natürlich so schlecht dar, wie es geht. Oh mein Gott, nein, die öffentlich-rechtlichen Medien stellen wieder wen schlecht dar und das ist aus dem Kontext gerissen.
Diese scheiß Staatsmedien, Digga. Ehrlich, immer alles aus dem Kontext gerissen. Schlecht geschnitten, ekelhaft. Das darfst du mir jetzt erklären. Hat Steuerung F dich dazu gezwungen, diese Sachen zu sagen und nach der Reportage dieses affige Verhalten an den Tag zu legen? Selbst die Aussagen in der Reportage, die man schwer unvorteilhaft aus dem Kontext nehmen kann, weil die ohne und auch mit dem richtigen Kontext hochutopisch peinlich sind. Aus dem Kontext schneiden funktioniert nur, wenn die Loslösung von diesem die Aussagen dramatisieren oder lächerlicher darstellen würden, was hier unmöglich der Fall gewesen sein kann. Die Sätze sind schon für sich gestellt, egal wie man sie hinbastelt, unangenehm zahnschädigend, weil ja. Cringe. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dieses Thema jetzt vorerst nicht machen. Denn vielleicht, ganz vielleicht, kommt ja noch ein Video über sein florierendes Business. Und wir gucken mal, wie es damit wirklich steht. Vielen Dank, Nero, my man. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub und kannst dich erholen. Wichtig und richtig. Sehr, sehr unterhaltsam.